Hi. Hi. Guten Tag, ich begrüße Sie herzlich zu unserem Flug heute an Bord der 777 von Leipzig nach Dubai. Da wir heute leider Cargo fliegen, ist diese Ansage total unnütz, weil keiner drin ist. Und weil auch keiner Livestream guckt, außer auf YouTube. Hi. Hi an alle, die in YouTube sind. Auf YouTube. Wir fliegen heute auf Flughöhe Nummer Vor YouTube. 390. Hi. Sie haben 3. 5 Minuten Zeit, um sich vor der Flughöhe Kamera 3. ein Fingerglied Ja. abzuschneiden. Schon seit meiner Geburt ist in meinem Leben Was diese geht jetzt? Existenz. Werbung? Sie haben 5 Minuten Zeit, um sich vor der Kamera ein Fingerglied abzuschneiden. Alles klar. Okay, ganz nette Werbung haben wir hier am Start. Unser Flug geht los, wenn das hier gehen würde. Ich weiß nicht, ob ich das alles so. Ich muss noch mal kurz was umstellen. Ja, du machst Mir auch immer sehr leid, dass ich letztlich die Leute wirklich. Aber hey, passt, wir können. Ich mache noch mal kurz mal einen Test noch. Test 34778. mal bei dem Kapitän noch mal die Frage aus. Machen wir so. Wir departen. Genau. Wartet kurz. Ich bin noch ein bisschen verwirrt. Ich bin gerade erst nach Hause gekommen und muss jetzt diese Scheiße hier machen. Weil mich, Niklas hat mich dazu gezwungen. Was? Warst einfach du? Ich check nochmal kurz das Fuel. Weil wir müssen, Wie denke ich sind mal, voll. unsere... Ja, wie sind die Flughafencodes oder Dubai? Dubai? Dubai. OMDB. Okay, ich muss weg. Dubai. Okay. Tschüss. Ja, tschüss. User disconnected from your channel. So, find route. Wir fliegen auf 35.000. Bad flight. I found. Parking brake applied. Wir fliegen mit. Warum use Fuel? User gar kein Fuel. Du hast die APU schon an. Er hat die APU angemacht. APU läuft echt schon. Mal wieder aus. Flightphase Boarding. Ich fliege zwar Cargo, aber okay, boarde doch einfach mal. Kein Ding. Lass mal Ich an. mach dir aber auch die Frachtscheiße muss irgendwo hin. Ich jetzt auf Autostart gedrückt? Ich habe auf Autostart gedrückt. Ah, fuck. Gut, dann werden jetzt halt die So, ich Triebwerke schon werde jetzt mal gestartet. gucken. Nice. Was ist geschehen hier? Ich habe hier wieder Framedrops. Die sind Triebwerk Nummer 1 läuft. So, Request Boarding. Geht das bei dem Kapitän? Ja, macht das von Ich denen bin mit dem aus. Flugzeug noch nicht so oft geflogen. Mal durchfinden hier. Der 777, die von außen übrigens gerade nicht gut zu sehen ist, weil es Nacht ist. Der Cargo fliegt halt eben Nacht. Logisch, ne? Ich glaube, wir haben es. Wie spät haben wir es? 5 Uhr morgens haben wir es irgendwie so. Du hast bestimmt nichts dagegen, wenn ich schon starte, oder? Was? Hast du was dagegen, wenn ich schon starte? Was Flugzeug? Ja, nee. Sonst Boot oder was? Ist schon online. Bin eigentlich schon online, ja.
Aquaman. Ja, eigentlich sehen. Wenn ich. Weiß ich mich gar nicht. Ja. Karte. Gut, du stehst jetzt irgendwo am Passagierterminal, ne? Mhm. Ja, keine Ahnung, kann sein, dass er. Wir starten heute von Runway Nummer. Egal. Können wir eigentlich theoretisch abheben. Wir machen erstmal die ganzen Lichter an. Gut sein. Fliegen heute Cargo nach Dubai, ne? Das ist Bestandteil der Tour, der F1-Tour nach Melbourne jetzt. Ja, am Wochenende ja das erste Rennen ist. Melbourne. Fliegen wir jetzt das Cargo nach Dubai, danach von Dubai nach Singapur. Dann von Singapur nach Melbourne. Ich vollführe den Pushback. Ich auch. Und dann begeben wir uns auf diesen 5-stündigen Flug. Sogar 6 Stunden Richtung. Ich bin dann übrigens in einer knappen Stunde nochmal weg, ne? Okay. Ja, keine Ahnung. 2-3 Stunden. Ich hab noch groß zu tun. Aber da es ein Langstreckenflug ist, juckt es halt einfach kein. So, wir haben Reiseflughöhe für 39.000. Unsere erste Höhe wird aber erstmal 35.000 sein. Falsch. Ach. Da wir mit dem schweren Flugzeug jetzt am Anfang noch nicht auf 39.000 kommen werden. 35, ein bisschen Level Flight und dann mit der Zeit in Richtung Ich hoffe, der Sprit reicht. Ich denke mal, ich müsste eigentlich genug dabei haben. Voll. Ewigkeit nicht mehr. Ich denke mal, die Flaps brauchen wir schon, die 5 bis 10 sogar. Nehmen wir die 10, die 15. Weil wir sind bis unter das Dach voll mit Cargo. Sogar ein bisschen überladen, wie er mich kennt. Ich fliege immer zu schwer. Das ist eine Herausforderung. Ich bin auch mal gespannt, wenn es dann hell wird, das Flugzeug mal richtig zu sehen, weil es ist mein erster Flug mit dieser Lackierung hier. So, wo bist du so schön? Warum düsen? Ich roll gerade Richtung Runway. Jetzt richtig. Den ganzen Rotz hier ready. Die Scheiben sind ja auch ein bisschen dreckig getönt bei der 777. Man, ich sehe da immer nichts in Dunkelheit. Da sehe ich wirklich. Muss ich an die an sich gehen. Tut mir leid für den Augenkrebs, aber hier sehe ich, finde ich das immer leichter. Hier umbellen zu IPS. Bin ich nur. Unten ist. Hallo. Bin irgendwie total blind jetzt. Hier ist es. So.
Da bist du doch. Was hast du denn da? Fliegst du ernst auf den Learjet? Learjet. Ist nicht dein Ernst. Ja, sieht man schon, die Lufthansa Cargo. Ich stehe ein bisschen auf der Wanne drauf, aber du kannst ruhig vor. Davor? Will mich nicht stören. Mit deinem Klapp-Puppel-Ding hole ich dich bestimmt eh wieder ein. APU kann erstmal off. Wir müssen jetzt nur mal gucken, dass die Generatoren an sind. Bitte mein kleines Puppel-Ding nicht, ne? Ja, ich bin aber gespannt, ob du ankommst. Die Generatoren müssen eigentlich an sein, oder? Yes. Die Generatoren. Na, mal gucken, ob wir abschmieren oder nicht. Ich auch nach vorne gucken, wenn man, versucht, das Flugzeug zu starten. Hier ist es. Jetzt blieb. Oh, ey. Aulik. So. Elektriker. Oh. Kann man allerdings leider nicht drücken. Gucken, ob es mir ausgeht oder nicht. Anfangsspeed ist 230 erstmal. 320, sondern 230. Ich würde sagen, machen wir uns für den Start nochmal andere Ansicht. Einfach nur, was geht. Und dann können wir. Dann bist du schon los. Ja. Dann brauchen wir ein bisschen Vorsprung. Mit meinem angeblichen kleinen Pupse-Ding. Also im Vergleich zur 777 ist das ja ein kleines Pupse-Ding. Kannst du dich nicht wehren gegen. Das ist richtig, ja, aber die Triebwerke haben ordentlich was. So, Landing Lights on. So hell, ne? Okay, take off. Good flight wünsche ich Ihnen. Danke, ich dir auch. Gucken wir mal ankommen. Ich meine Geschwindigkeit gar nicht. Ich komme gar nicht aus dem Arsch mit dem schweren Ding. Zieh, Digga, zieh! And rotate. Boah. Wie schwer der einfach in die Luft geht. Junge, ja, meiner ging ganz einfach in die Luft. Aber ich bin richtig schwer hochgekommen und ich war schon am Ende der Runway. Boah, ich sehe es gerade, ja. War aber richtig knapp, ne? Ja. Weiß, dass es sau knapp ist mit dem Ding. Autos-Trottel sollte man vielleicht mal anmachen. Hallo, was ist jetzt los? Jetzt muss ich mir wieder angedreht. Landing Lights, ne, lassen wir mal. Speed, hier müssen wir drücken. Klack. So, und jetzt geht's immer geradeaus hier. Macht er jetzt hier? Ist seine Ehrenrunde? Ich? Nö. Nee, ich meine mich. Wenn mein Flieger hier, was er gerade mit dem Autopilot anstellt. Ja, also mein Autopilot sagt mir immer geradeaus. Ja, das muss man eigentlich eine Rechtsklinge machen, aber ich weiß nicht, was er gerade anstellt hier. Okay, steig gerade passt. Output ist eigentlich an. Naft muss. Ne, das muss an. Output. Ah, oh. Right. Egal, es fliegt erstmal. Das ist schon mal das Wichtigste. Auch wenn scheiße schwer hochgekriegt. Aber hochgekriegt ist ein Anfang. Richtig. Ich bin auch, muss ich sagen, um 800 Pfund überladen oder so. 8000 oder 800 irgendwie so. Auf jeden Fall überladen. 8000 wäre ein bisschen viel, oder? Ja, ich habe keine Ahnung, was da drum steht. Weil ich habe so viel Cargo an Bord, das glaubst du gar nicht. Wie viel Cargo habe ich? Ich habe alleine 204.000
LBS Cargo. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das viel ist. Oder wenig. Ja, habe ich viel. Ich weiß nicht, ob es viel oder wenig ist, aber auf jeden Fall habe ich viel. Und wie ist die Anzeige? Was kann das sein? Die Anzeige ist Rotz. Ab. Kacke gesoomt. Aha. Vielleicht hätte ich das Ding trotzdem. Vielleicht hätte ich es vorher testen sollen. Hätte man machen können. Scheiße. Das ist ja eklig. Mein Radar geht gar nicht mit. Das ist kacke, ne? Ich sehe es jetzt. Da sieht man. Ganz mir. Warum zittert das so komisch? Stream. Ich guck mir deinen Stream mal an. Das Radar zittert bei mir ganz komisch. Ich zieh's erstmal nochmal aus dem Bild raus, ich kümmere mich gleich um das Ding. Kanal Abonnement, Mensch, ja. Das falsche Richtung. Zwei VTs. Ja. Kali. Ganz schön dunkel bei dir. Es muss. Wenn du mal gleich guckst, was gleich passiert. da kriegst du Angst. Ah, mein Radar geht. Warum zittert er? Warum flackert das so? Das weiß ich nicht. Aber jetzt geht's irgendwie wieder, mein Radar. Alles chillig. Punkt wieder. Ja, dann. Keine Ahnung, warum es kurz nicht ging. Boah, ich ganz schön dunkel bei dir, ey. Huch, jetzt ist komplett dunkel. Ja, deswegen. Ich habe die APU ausgemacht und irgendwie irgendwas stimmt mit meinen Generatoren nicht. Deswegen ist es komplett duster geworden. Jetzt zieht er nicht mehr nach oben. Perfekt. Was ist denn das für ein Schrottding hier? Biegen Sie bitte nach oben. Macht der Auto. Was macht das? Alter Junge! Alter, was machst du denn da? Ich hab mich gerade nicht an der Kontrolle anscheinend. Ich merk das schon. Ich sehe das gerade in Dingsbums hier. Ich hab mich gerade gar nicht an der Kontrolle. Hab's gesehen. Okay, jetzt soll's aber laufen. Soll die nicht so stark steigen. Soll's laufen. Bei Grad von 1500 reicht. Da war's kurz duster bei mir. Dann wieder? Nee. Ja, nee. Das von eben, mein. Achso. Boah, deine Triebwerke laufen aber auch durchgehend auf Gelb. Oh ne, jetzt nicht mehr. Ja, weil eben der Autosradl rausgegangen ist und dann auf Vollspeed ging. Ja, so. Aber ich denke mal, jetzt habe ich es unter Kontrolle. Fliegen wir dann schön in den Sonnenuntergang jetzt. Das ist doch herrlich. In seinen Aufgang. Oh, Sonnenuntergang. Ich bin total Matsch, Alter. Kannst du nur mit mir anfangen, Matsch. Dürfte eigentlich mal ein Klopp klicken.
So. Guck ich mal, wo du auf der Map bist. Dann bin ich mal gespannt. Gespannt wie im Bogen bin ich. Das Licht aus hier in der Bude. Noch scharf. Sonne genießen. Und ich sage, ab in den Sturm. Ich sonne hinterher. Hey, oh, was geht? Bist du jetzt die ganze Zeit hier? Nö, ja, mal gucken. Warum? Fuck, ne? Du vielleicht, dass du mal im Bett guckst, wenn falls was ist. Wenn du da bist. Da darfst du natürlich auch gehen. Ich hoffe, ich bin zur Landung wieder da. Bin ich schließlich mal mit einem Ziel vorbei. Ja. Tja, Thaddeus. Was willst du tun? Hm. Das sieht so geil aus, wie die Sonne gerade aufgeht. Bin ich gleich vom Himmel falle, weil ich zu langsam bin. Erst habe ich so schwer vom Boden weggekriegt und jetzt will sie ganz schnell wieder zum Boden hin. Komisch, die Flugzeuge, komisch. Oder können wir die mal von außen langsam ein bisschen betrachten? Lufthansa Cargo. Sogar mal zwei animierte, nicht immer die gleichen. Das ist cool.
Naja, aber die 777 ist einfach nur geil. Kannst du nichts gegen sagen. Da sind wir auch erstmal auf unserer vorläufigen Reiseflughöhe. Welche Höhe bist du unterwegs? 31.400 momentan und ich steige auf 35.000. Okay. 35 bin ich auch. Wenn ich höher steige, falle ich runter. So, ich kann jetzt leider nicht sehen, wann wir ankommen. Da ich auf ein anderes Programm umsteigen musste, geht ja leider nicht. Ich kann ja sagen, wie lange wir schon fliegen, na wunderbar. Der Sonnenuntergang sieht nice aus. Kannst du nichts sagen? Keinen. Warum? Weil ich in realer Uhrzeit fliege. Oh. Ah, stimmt, ja. Ich habe schon gedacht, was will der? Ah, dann landest du wahrscheinlich im Dunkeln, ne? Das kann gut passieren, ja. Das ist aber auch nicht schlecht, ne? Gut, ich habe jetzt das so geflogen, wie es als Plan war. Naja, dann. Was jetzt da so stand. Das ist eigentlich egal.
hat auf jeden Fall was. Aber wirklich geradeaus fliege ich nicht. Groß. Was? Fliegt nicht wirklich gerade, so wie du gesagt hast, gerade runter. Ich weiß auch nicht, wie ich fliege. Ich sehe das hier nicht so. Ich kann ja nicht rauszoomen bei dem Scheißding. Ich sehe nur die aktuelle Route. Kann dir sagen, wie ich fliege. Da bitte. Das ist mein Plan. So wird geflogen. So und nicht anders. Ob du hier bist und nicht. Genau. Ich kann dir auch noch das Höhendiagramm schicken. Da haben sie auch noch die optimalen Höhen. Die wir fliegen werden auf den heutigen Flug. Weiß ich alles nicht. Ich weiß nur, dass ich meine Route fliege, wie ich sie fliege und dann passt das. Mache das. Mache das, Hauptsache du kommst an. Wie und wo lang ist mir ja Schnupp. Aber wir schaffen heute ordentlich Kilometer, ne? Ich bin erstmal mal kurz weg. Achso, Kacke. Wie lange ist denn kurz? Circa 10 Minuten. Okay. Na, nicht so, dass du Ossis kurz meinst. Nein. Also, Ossis kurz meine ich. 28 Stunden dauert. Nee, ich bin gleich nochmal da und dann gehe ich für längere Zeit weg. Okay. Sound muted.
So, ich bin noch mal kurz da. Sound resumed. Na, Bend, hier ist er wieder. Na, Bend. Und mir scheint gerade die Sonne voll in den Arsch. Ich sehe gerade meine Instrumente gar nicht, ich höre die Sonne hier so reinknallt. Sieht aber auch geil aus. Okay. Ich werde jetzt noch mal kurz die Flughöhe changen. Eigentlich hätte ich das ein bisschen später tun sollen, aber wir gehen langsam hoch auf 39. Unsere Reizflughöhe. Gucken, ob wir es schaffen. Sollte eigentlich hinhauen. Und dann, muss ich auch wieder kurz weg. Nice. Ja, ich bin heute ein bisschen Business. Because, weil es geht. Ich kann immer meinen Taskmanager fragen, was er zu dem ganzen Rot hier sagt. 67%, okay. Geht. Geht, Klärchen. Machen wir so. Ich finde diese Spannweite von der 777 einfach krass. So eine große Flügel und nur zwei Triebwerke. Ja, ist vorbei. Microphone muted. Microphone activated. Mehr als geil. Ich würde aber meinen, ich fliege nicht mit Vollspeed. Lass das Ding ganz ruhig angehen. Nicht, dass ich noch zu früh da bin. Dann sagen, ich bin noch mal für 10 Minuten weg, dann komme ich noch mal wieder, ne? Mhm. Microphone muted.
Microphone activated. Hallo? Hi. Wie krass schnell ist es jetzt hell geworden hier. Der Wahnsinn. Ich hab keinen Bock mehr auf eine FSX. Warum? Warte, ich send dir ein paar alte Screenshots, wie es bei mir gerade aussieht. Was hast denn du wieder gemacht? Zeig dir, wie gesagt, ein paar alte Screenshots. Ja, mach. Warte. So zum Beispiel. Oh. Das ist aber nicht schön. Oder so. Auch nicht unbedingt schön. Nö. Was? Sollen Sie denn mal? Ja. Hey. Das wegzubekommen, brauche ich eine neue Grafikkarte, glaube ich. Weil meine Eltern mal wieder damals so eine Scheiße ausgesucht haben für mich. Er kommt nur auf die Idee, den ganzen Rechner aus AMD zu bauen. Ja, das ist eine gute Frage. Das hätte ich. Nee. Das geht aber keine gut. Hätte ich nicht gemacht, das stimmt. War wahrlich eine Scheißidee. Ist richtig. Da kann ich ja ausnahmsweise mal nur zu. Ja. Werde ich mir mal zum Geburtstag eine neue Grafikkarte wünschen. Was willst du holen? Am besten von Nvidia oder Intel. In Intel wirst du keine Grafikkarte bekommen. Stimmt, Intel waren nur Prozessoren. Ja, du kannst ja mal fragen, ob sie für dich eine herstellen, aber ich glaube, das wird eng. Auf der. Ich weiß ja nicht, wie dein geldliches Budget ist, aber auf jeden Fall Nvidia irgendeine. 770, 760 oder sowas irgendwie. Ah. Gucken, was da gerade so feines im Produkte. Prozessoren? Nein. Was muss ich denn da gucken? Grafikkarten. Oder nicht? Ja. Mehr Prozessor Grafikkarte? Da gibt es nur Prozessoren. Da gibt es Technologien. Nvidia Grid. Quattro. Gibt es denn nicht irgendwo mal irgendwie? Geht das auch irgendwann wieder weg oder läuft das jetzt die ganze Zeit so? Das wird wahrscheinlich jetzt so die ganze Zeit so bleiben. Willst du denn so landen? GeForce GTX 950 bis 201 Euro. Wie viel RAM hat die? Uiuiui. 2 GB. Kann man nehmen. Ja, aber 200 Euro ist ja gut. Also. Bin eine 950er? So teuer sind Grafikkarten immer. Naja, was heißt denn teuer? Bin eine 950er, bis 201 Euro. Geht doch voll, oder? Ja. Also ab 148 fängt's an und bis 201 Euro geht's. Also meiner Meinung nach geht das. Ich weiß jetzt, ich kenne jetzt Daten nicht. 50. Guck mir die mal. 50.
Recheneinheiten 768, Basistaktung 1024 MHz, Bruttaktung 1188 MHz, Texturfüllrate 49,2, Standardkonfiguration 2 GB, Schnittstellenbrandbreite 128 Bit, Bandbreite 105 GB, ja. Leistungsaufnahme der Grafikkarte 90 Watt, unterstützte Technologien DirectX 12, Nvidia Gamebox, CUDA, SLI, Gesin. 90 Watt? Meine hat einen maximalen Stromverbrauch von 230 Watt. Krass. Ich will auch nicht wissen, wie viel meine. Aber wenn meine Power macht, zieht sie ordentlich. Ja? 230 Maximum. Aber ich glaube, ich das hier so überblicke, ist. Ja, nee. Mal gucke, was meine aktuell. Wirklich besser als die 770, die ich jetzt drin habe, ist sie nicht. Nimm sich nicht viel. Was hast du drin? 770. Meine zieht momentan. Alter, die Nvidia GeForce ist ja viel besser. Ja. Ist ja eine GeForce. Was das Ding damals gekostet. Ja, gut, ist eine GeForce, ne? Gut. Knallt halt eben. Ach, knallt, ja. Wie kann ich anders? Gegen den Strich. Ich rasiere dich gegen den Strich. Ja. Wo steht denn, wie viel Kackzeug die hier zieht? Okay. Aber ich würde sagen, ich bin jetzt erstmal für 2-3 Stündchen weg. Wenn du da bist, kannst du gerne mal im Chat gucken, ob was abgeht. Ich weiß gar nicht, habe ich gerade hier getroffen. Ist nicht los, das ist immer optimal. Weniger Arbeit. Und ja, dann lasse ich dich jetzt alleine. Genau. Bis denn. Chris? Soll ich deine Stimme anlassen? Nö. Nee. Vorteil ist er nur nicht. Ja, nicht, falls du reden möchtest. Nö. Okay, dann mache ich's aus. Genau. Und tschüss. Bis später, ja. Sound muted.
Thank you.